Herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz zur Regionalliga-Partie des 31. Spieltags zwischen dem BFC Dynamo und der BSG Chemie Leipzig. Vor 2211 Zuschauern sahen wir einen 3:1 Heimsieg unseres BFC. Zuerst die Möglichkeit für unseren Gästetrainer, Herrn Jagatic, die Möglichkeit, sein Fazit zu ziehen. Ja, erstmal Glückwunsch an BFC Dynamo, an Heiner und dich. Ja, wir sind heute nach Berlin gefahren, wollten was mitnehmen, hatten auch die Möglichkeiten dann auch gehabt, sah erste Halbzeit gar nicht mal so schlecht aus. 1-0 geht BFC in Führung, dann schenken wir den BFCern noch unnötig eine Ecke und nachhinein BFC 5 Chancen, wir hatten 7 oder 8, davon 500-prozentige und dann musst du ein Tor machen, machst du nicht und dadurch führt dann eben BFC 2-0 und dann gucken wir uns natürlich auch ganz blöd an in der ganzen Geschichte. Und wir wussten ja dann die gegenläufigen Bewegungen, dass dann die tiefen Läufe von BFC kommen werden, aber dass dann eben durch Steilklatsch, durch Beck, der dann kommt oder im Endeffekt auch als Zielspieler genutzt wird oder die eben dann die langen Bälle, wo er den über den Scheitel rutschen lässt, ganz verteidigen kannst du sowas nicht. Das macht dann BFC natürlich auch gut, um dann auch blind in die Tiefe zu laufen, weil es kann ja wie gesagt immer dann noch einer durchrutschen. Haben sie gut gemacht und nichtsdestotrotz hatten wir, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, hatten wir die erste Halbzeit gut im Griff. Von beiden Seiten her waren noch gute Ballstaffetten drin, wo ich gesagt habe, das sieht nach einem ordentlichen Fußball aus. Ungerecht ist es nun mal, der eine macht die Tore, der andere nicht. Deswegen haben wir das Spiel nicht in der zweiten Halbzeit verloren, sondern ganz klar in der ersten Halbzeit. Und trotzdem sind wir in einer guten Saison als die BSG Chemie Leipzig, dass wir uns trotzdem nicht ausruhen wollen. Ich habe ja vorhin nochmal gesagt, wir wollten was mitnehmen und stehen in der Tabelle sehr gut da. Ist natürlich auch klar, dass dann sich viele Vereine mit uns messen. Ist aber auch schön, dass man sich mit einem, muss ich mal ein bisschen schmunzeln, mal noch mit so einem Amateurverein wie uns nochmal misst. Aber das ist dann ein Verdienst, was wir uns jetzt über fast 5 Jahre erarbeitet haben, dass man sagen kann, auch mit so welchen Mitteln, klein aber fein und mit einer starken Fanbase im Rücken, wo uns alle mit den Vereinen identifizieren, darauf kann man aufbauen und das werden wir in Zukunft auch weiterhin tun. Wir werden zusammenhalten und auch in der nächsten Saison kleine Brötchen backen, weil es wird nicht einfach, wenn dann, was ich auch schon gesagt habe, im Vorfeld fast 10 Mannschaften in die dritte Liga aufsteigen werden, wollen, schon nicht werden, schön wär's, aber wollen und an BFC alles, alles Gute und bleibt alle gesund und dann sieht man sich nächste Saison. Danke. Dankeschön, Herr Jagatic. Heiner, wie hast du die 90 Minuten erlebt? Ja, danke erstmal für deine Glückwünsche, Miro. Ähnlich. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir direkt die erste Chance verwerten können und haben dann in den folgenden 15, 20 Minuten riesige Räume geboten, wo wir wirklich ums mindestens Ausgleichstor gebettelt haben. Haben da keinen guten Fußball gespielt, weder gegen den Ball noch mit dem Ball. Viel zu einfach die Bälle hergeschenkt und gegen den Ball viel zu große Abstände gehabt. Und da haben wir Glück gehabt, müssen wir klar sagen. Gehen dann fast mit dem Pausentee 2-0 in Führung. Und die Ansprache in der Halbzeitpause war heute mal ein bisschen anders, weil man kann sich natürlich über das 2-0 freuen, aber man kann auch ein bisschen mal so den Finger in die Wunde legen. Und wenn man dann gesehen hat, in der zweiten Halbzeit, wie die Mannschaft dann rauskam, wie die Abstände waren, wie das Pressing funktioniert hat, wie das Umschaltverhalten war, wie die Kommunikation und Körpersprache war, dann so ist manchmal Fußball, waren wir da dem 3-0 näher als dem 2-1, weil in der Aktion zum 2-1 geht eine ganz klare 100%ige Torschance für uns voraus und so ist Fußball manchmal. Kommen dann aber nicht ins Schwimmen, haben auch dann vielleicht den einen oder anderen Konter noch zugelassen, aber das Spiel weitestgehend im Griff und dann geht hinten raus, auch dann verdient wieder mit den alten Ergebnisabstand hergestellt. Ich glaube 3-1 war am Ende verdient, auch aufgrund unserer Physis am Ende, da hatten wir noch einige Chancen mehr. Ich möchte aber an diesem Tag ganz besonders noch mal was anderes ansprechen. Und zwar habt heute unsere U19 ein klasse Spiel gemacht gegen Frankfurt Oder. Ist leider nicht belohnt worden mit dem zweiten Tabellenplatz. Aber auch was da läuft hier seit Monaten ist der Wahnsinn. Wir haben einen super Austausch mit dem Trainer der U19, der einen überragenden Job macht. Und das ist der Weg, den der BFC geht. Schade, dass es nicht geklappt hat. Aber nichtsdestotrotz wird das genauso weiterkommen und laufen. Und ich bin froh, dass wir die Jungs hier haben. Da kann sich jeder BFC-Fan freuen, was hier im Nachwuchs für Talente noch schlummern. Vielen Dank. Dankeschön, Heiner. Gibt es seitens der Pressevertreter Fragen an die Trainer?
Du hast heute Joey mit dem Ball auf der Zehnerposition aufgeboten. Das gab es auch schon, aber was war so die Grundidee dahinter? Ich glaube, gegen den Ball war er mehr als Achterposition eingesetzt. Zentraler Spielgestalter, ich kenne ihn immer als Flügelflitzer. Wie bist du auf die Idee gekommen? Was hast du dir davon versprochen und wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Wir haben mit dem Ball mit zwei Sechsern und einem Zehner gespielt, ganz einfach, weil sie mit drei Leuten anlaufen. Und dadurch gibt es zwei Fenster hinter der zentralen Spitze und da brauche ich keine drei Sechser, sondern nur zwei. Und wenn Chemie im 3-4-3 anläuft, haben sie hinter ihren beiden Sechsern Raum. Wenn wir Beckos zentral stellen, sind da immer Räume, wenn Joey aus der Mitte dann nach außen geht. Joey hat aber dann in den Phasen, in den ruhigen Spielphasen, hat das ordentlich gemacht, aber in den schnellen Spielphasen dann zu lange gebraucht, um die Position zurückzukommen. Aber Bunky, ich glaube, es ist ein eminent wichtiger Spieler für uns. Und wenn wir schaffen, diesen Jungen in seiner Kreativität mitzunehmen, aber in den 88 Minuten, wo er den Ball halt nicht am Fuß hat im Spiel, noch ein bisschen kräftiger zu kriegen, noch ein bisschen strukturierter zu kriegen, dann glaube ich, ist das ein Spieler, der in dieser Liga nicht so oft vorkommt. Aber wie ich schon mal gesagt habe über den einen oder anderen Spieler, es gibt manchmal noch einen gewissen Grund, warum Spieler in dieser Liga sind. Weil wenn er das schon könnte, wäre er nicht hier. Gibt es noch weitere Fragen an die Trainer? Ich sehe es nicht der Fall. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns wieder am kommenden Freitag um 19 Uhr im Friedrich-Ludwig-Wahn-Sportpark. Dann gastiert unser BFC Dynamo bei der VSG Altlinicke. Vielen Dank den Leipzigern, eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns wieder, wie gesagt, am kommenden Freitag. Bis dahin. Tschüss.